Hi, hier ist euer Andreas Pott von Splatter Movies und ich begrüße euch zu unserer Review des etwas anderen Frauenfilms Girl House. Im Film geht es um die hübsche Studentin Kylie, die nach dem tragischen Tod ihres Vaters ihrer Mutter ein bisschen unter die Arme greifen will, finanziell natürlich, und einen neuen Job annimmt. Und zwar einen gut bezahlten. Und was sind gut bezahlte Jobs für hübsche Frauen? Klar, in der Pornobranche. Na gut, nicht ganz in der Pornobranche. Hier geht es eher um so eine Art Titten-Big Brother. Das bedeutet ein Haus voll mit hübscher Mädels, die sich eben vor der Kamera nackig machen, mit den Leuten rumchatten. Dieser Fandorado-Kram. Wisst ihr, was ich meine? Ja, jedenfalls kommt Kylie im Girl House sehr, sehr gut an. Besonders auch bei einem sehr speziellen Stammkunden, und zwar bei Loverboy. Aber nennen wir ihn einfach das Schwabbelwichserchen. Der hat auch ein paar Probleme, ein paar ernsthafte Probleme. Er sieht nicht besonders gut aus, ist sehr schüchtern und reagiert scheißrabiat auf Ablehnung. Also besonders vom weiblichen Geschlecht. Und er hat sich in seiner kleinen Fantasiewelt mehr oder weniger Beziehungen mit den ganzen Mädels aus dem Girlhouse zurechtgelegt. Er hat Fotos, auf die er sich mit den Mädels montiert hat vom Urlaub. Er hat sich so eine komische, schräge Frauenpuppe gebastelt. Und dann verliebt er sich in Kylie, der er dann auch ein Foto von sich schickt. Und das war ein Fehler. Denn eines der anderen Mädels findet das Foto und prangert ihn auf sehr böse Weise an. Ja, das! Das lässt sich der Gute natürlich nicht gefallen. Also macht er sich auf ins Girlhouse, spielt ein bisschen Fuchs im Hühnerstall und richtet eine ziemliche Sauerei an. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Girlhouse mich ein bisschen überrascht hat. Ich mag Slasher, ich schaue mir hin und wieder auch welche an, aber das Slasher-Genre selbst ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Ist einfach so. Ich mag eher das Fantastische. Ich finde es ein bisschen ausgelutscht, das Genre, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es sogar noch einfallsloser als Zombies. Und ganz ehrlich gesagt, im Slasher-Genre ist auch ganz, ganz viel Dreck und Müll dabei. Es ist nichts einfacher, als einen Slasher-Film zu drehen, und viele machen das auch. Nur meine Anmerkung zum Slasher-Genre. Aber Girlhouse hat mich überrascht. Ich bin ohne Erwartungen da hineingegangen. Ich habe auch nicht weiter nachgeforscht. Also ich habe mir schon den Trailer angesehen, aber ich habe nicht weiter nachgeforscht, wer den gedreht hat, wer da mitspielt und wer da dahinter steckt. Und das ist auch ganz gut so, denn Girlhouse ist einer dieser Filme, wo man nichts erwarten sollte und dann hat man viel Spaß. Girlhouse ist das Regiedebüt von Trevor Matthews und das ist ihm sehr gut gelungen. Das erste, was bei dem Film auffällt, ist, dass er, ich will nicht sagen edel aussieht, aber er hat auf jeden Fall einen sehr guten Look. Der Film sieht aus, als wäre er fürs Kino fabriziert worden, was er übrigens nicht ist. Es ist ein B-Movie, mal wieder. Dafür aber ist der Film wirklich sehr hochwertig produziert. Ja, hochwertig. Nicht edel, aber hochwertig. Das wollte ich sagen. Die Cinematografie ist einwandfrei. Die Schauspieler, ja, es sind Schauspieler, sehen echt heiß aus und sind nicht absolut talentfrei. Die Effekte sind sehr gut. Und es kommt eine gewisse Atmosphäre zustande, besonders am Anfang und am Ende des Films. Girlhouse wird auch von vornherein als klassischer Slasher in der Tradition von Halloween beschrieben. Da bin ich nicht hundertprozentig der Meinung. Es ist wirklich ein Oldschool-Slasher. Man kann auch ein bisschen erkennen, dass da eine gewisse Hommage dahinter steckt an die großen Vorbilder. Aber
Ich würde Girl House nicht wirklich mit Halloween in Verbindung bringen. Ich würde da eher zum Beispiel an Black Christmas denken oder Slumber Party Massacre. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich will es trotzdem mal erwähnen, bevor man die falschen Erwartungen hat. Aber ansonsten hat man wirklich dieses altmodische Slasher-Feeling. Zum einen ist Girl House klar ein erwachsener Film. Es gibt Titten und Gewalt und ja, das reicht eigentlich auch. Was erwartet man mehr von einem Slasher? Ja gut, eine gute Story und tiefgreifende Charaktere könnte man erwarten, bekommt man hier aber nicht. Wie es zu einem klassischen Slasher gehört, hat Girl House auch seine Schwächen. Das wollen wir gleich mal nicht verheimlichen. Ich sagte ja schon, die Schauspieler sind sehr gut, sehr anständig, aber ganz ehrlich gesagt, die Charaktere kannst du vergessen, die kannst du alle in die Tonne kloppen. Die sind halbwegs sympathisch, zumindest nicht allzu nervig, aber sie bleiben einem nicht in Erinnerung. Und das gilt natürlich auch für die Schauspieler dementsprechend. Man kann noch so ein guter Schauspieler sein, aber wenn die Rolle nicht stimmt, dann kann man da auch nicht viel mehr draus machen. Sorry, man bleibt nicht in Erinnerung. Für der Einzige, der das bleibt, ist vielleicht der Schauspieler des Killers. Er ist ein bisschen facettenreicher, als man es sonst eigentlich von 0815 Slashern kennt. Und der Schauspieler macht das auch sehr gut. Auch wenn mir Slane nicht wirklich was sagt. Ja, der Kerl hat nur einen einzigen Namen, einen Vornamen. Der Schauspieler heißt Slane. Also der des Killers. Und auch sonst sind die anderen Schauspieler eher unbekannt. Also zumindestens ein paar richtige Hollywood-Rollen haben sie schon in ihrer IMDb-Liste. Aber ganz ehrlich gesagt, mir fällt keiner der Schauspieler ein, den ich irgendwie aus einem anderen Film kenne. Macht aber nichts. Die Mädels sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Die Mädels sind heiß. Sie sind sehr zeigefreudig. Und das reicht im Grunde auch. Und man fiebert trotzdem ein bisschen mit. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen um die Mädels gefiebert. Aber ich fieber grundsätzlich mit, wenn Frauen in Gefahr sind. Dios mio. Wo wir gerade von Zeigefreudigkeit gesprochen haben, das dürfte noch ein Grund sein, wieso Girl House mir sehr gefallen hat und sicher auch vielen anderen gefallen wird. Der Film ist sauhart. Das steht auch wieder im Kontrast zum sehr mainstreamigen, fast kinoartigen Look des Films. Gewalttechnisch geht's da richtig heftig zur Sache. Ich habe meine Zweifel, dass dieser Film durch die FSK kommt. Die Morde sind nicht nur kreativ, die Morde sind auch schön ausgewalzt. Kein Mord ist besonders kurz gehalten. Es wird draufgeschlagen, es werden Schädel zermanscht. Werden Kreuze gebrochen, Genicke gebrochen. Die Kamera hält drauf und das tut sie eine Weile. Teilweise sind auch Folterelemente dabei, zumindest bei einer, der die Finger abgehackt werden. Könnte man das auch als Folter verstehen? Ja, die Arme, die hat echt zu leiden in dem Film. Welche will ich euch natürlich noch nicht verraten, aber das werdet ihr sehen. Und ansonsten kann ich noch sagen, noch ein kleiner Kritikpunkt. Ich sagte ja, es ist ein Oldschool-Slasher, es ist ein typischer Slasher und dementsprechend sind da wieder einige Klischees dabei. Da ist zum Beispiel eine Szene, wo der Killer niedergeknüppelt wird, also der ist K.O. Und was machen die Mädels? Die trennen sich erstmal. Die laufen weg, die trennen sich und ja, die Rechnung kommt auf dem Fuße. Das ist auch wieder etwas, womit man bei so einem Slasher leben muss. Der Film funktioniert ja nach dem 0815-Muster und ja, man kann damit leben. Man kann es verschmerzen, sagen wir es mal so. Eine andere Sache, die ich noch erwähnen sollte, was auch den Film ein bisschen abhebt bzw. interessant macht, der Film baut zuerst darauf auf, dass man den Killer tatsächlich auch ein bisschen kennenlernt. Man sieht ihn quasi als tickende Zeitbombe und ja, irgendwann knallen bei ihm dann tatsächlich richtig die Sicherungen durch. Packt er dann in der zweiten Hälfte seine Frauenpuppe, die er da hat, aus und zieht sich dieses Kostüm über. Und dann gibt er auch Gas.
Ich fände es ja eigentlich schöner, wenn man diesen Killer ohne Maske hätte lassen können, weil das ist auch wieder ein Klischee und es wäre nicht notwendig gewesen, weil Slane hat einen sehr guten Job gemacht. Wie gesagt, er war auch schon ohne Maske sehr bedrohlich. Ich gehe mal davon aus, dass man einen etwas fitteren Darsteller genommen hat dafür, weil der Mann gibt echt Gas beim Wegslashern. Plötzlich ist der wirklich ein ganz schön kräftiges Kerlchen. Ja, ansonsten nochmal zurück zu den Klischees. Den Mittelteil des Films. Das ist mein größter Kritikpunkt. Im Mittelteil gibt es tatsächlich ein paar Längen. Es gibt diese Alibi-Liebesgeschichten-Handlung mit einem ehemaligen Freund von Kylie, die man da irgendwie reingebaut hat, um da ein bisschen Zeit zu schinden. Und dieses Ding ist für den Rest der Handlung absolut irrelevant. Fast absolut irrelevant. Es überschneidet sich zwar ein bisschen, aber es ist fast absolut irrelevant. Man hätte es sich sparen können. Man hätte stattdessen noch mehr Titten und noch mehr Gewalt zeigen können. Aber dafür, wie gesagt, wird man im letzten Drittel richtig schön entschädigt. Mein Fazit: Girl House ist ein schön altmodischer und sehenswerter Slasher. Man bekommt genau das, was man von einem Slasher erwartet und noch ein kleines bisschen mehr. Ich habe jetzt vorhin bei der Kritik noch vergessen, dass es trotzdem auch in dem Film ein paar Seitenhiebe eben auf die Zuschauer von diesen Pornoseiten gibt, die ganz lustig sind. Also ganz humorfrei kommt der Film nicht aus. Er nimmt sich ernst, das ist aber in Ordnung, weil es ist ein ernster Film und der Gewaltgrad unterstreicht das dann noch. Es ist einer dieser schon fast Extremfilme. Im Großen und Ganzen beinhart, kurzweilig, zumindest am Anfang und am Ende, den Mittelteil kann man mal ignorieren. Es gibt sehr hübsche Darstellerinnen, die auch einiges von sich zeigen. Und ein interessanter Killer. Von mir bekommt Girl House solide 7 von 10 Punkten. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Hoffe, ich konnte euch Appetit auf den Film machen. Und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Abonniert meinen Kanal. Abonniert. Abonniert meinen Kanal. Teilt meine Videos. Lasst bitte ein Like da. Und ihr dürft auch gern Feedback oder Filmwünsche hinterlassen in den Kommentaren. Ob ich dem nachgehe, ist wieder eine andere Sache, aber Versuch, aber einen Versuch kann man ja mal starten. In diesem Sinne, Penis!